Wir haben heute 4 Fun Facts über Waldtiere für euch und wir starten auch schon direkt mit dem ersten hier an dieser schönen Kirsche. Und zwar geht es einmal um Ameisen und Plattläuse. Das heißt, die Ameisen, die trinken ganz gerne hier diesen Nektarsaft, der an den Kirschen entsteht. Und die Plattläuse lieben das genauso gerne. So, das heißt, ihr findet die ganz oft parallel auf einer Kirsche zusammen, auf der Unterseite vor allem. Und die Ameisen, die melken die Plattläuse dann regelrecht. Das klingt erstmal nicht so schön. Wie machen die das? Die drücken wirklich auf den Popo von dieser Plattlaus. Und da kommt dann eben dieser schöne, süße Zuckersaft heraus. Ja, und das machen die eben wie der Landwirt mit seiner Kuh. Also ist eben sehr vergleichbar. Man nennt diesen Zuckersaft auch den sogenannten Honigtau. Und es ist eben auch genau dieser Honigtau wird dann auch von den Wildbienen benutzt für die Honigherstellung, dann für den ihr Volk. Ja, den nächsten Funfact, den schauen wir jetzt mal im Wald an. Den zweiten Funfact, den wir heute für euch haben, das sind lügende Kohlmeisen. Ihr kennt die hübschen Vögel, die haben so ein schwarz-weißes Gesicht und so eine markante gelbe Brust. Die sieht man ganz oft auch an Futterstellen im Garten. Und wenn es ums Futter geht, dann sind das richtige Schwindler. Und zwar senden die, wenn Gefahr droht, so einen hellen Ton aus. Den kann unter anderem der Sperber nicht hören. Und damit signalisieren sie dann den Artgenossen, hey, hier kommt gleich der Sperber, bringt euch lieber in Sicherheit. So, jetzt können die aber auch so einen tiefen Rätschton aussenden. Und dann signalisiert das den Artgenossen, hey, der Angriff steht kurz bevor. Und manche Kohlmeisen machen sich das zunutze und senden eben diesen tiefen Rätschton aus, obwohl gar kein Angriff bevorsteht. Das heißt, es ist gar kein Sperber in der Nähe. Das machen die ganz gerne dann, wenn so ganz besonderes Futter irgendwo liegt oder das Futterangebot sehr knapp ist. Und dann fliegen schnell alle anderen Kohlmeisen weg. Und der kleine Schwindler hat dann schön den Tisch für sich gedeckt und ja, kann sich richtig schön den Bauch vollschlagen. Den dritten Funfact, den wir für euch haben, das sind bellende Rehe. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, kennen wir ja nur von unseren Haustieren, natürlich von unseren Hunden. Und in der Fachliteratur wird das eben auch als Schrecklaut bezeichnet. Und das hat mehrere Gründe, warum die das machen. Da gibt es auch Forschungen zu. Zum einen ist das so ein Verfolgungsabschrecken. Das heißt, wenn jetzt da irgendwo ein Feind in der Nähe ist, ein Beutegreifer, zum Beispiel der Wolf, dann bellen die eben, um dem Wolf Bescheid zu sagen, hey, ich habe dich gesehen, du brauchst mich nicht weiter verfolgen, deine Strategie ist nicht aufgegangen. Man hat aber herausgefunden, dass Einzeltiere öfters bellen als Rehe, die in der Gruppe leben. Das bestätigt dann eben die Vermutung, dass das eher als Verfolgungsabschrecken gilt, also dem Feind zu sagen, hey, ich habe dich gesehen, anstatt andere Artgenossen zu warnen. Das machen die aber auch. Man hört das ganz oft, dass da so ein Gegenbellen stattfindet. Zum Beispiel, wenn die Rehe jetzt alle in so einem dichten Wald stehen, verstärkt das einfach die Außenwirkung, wenn in der Gruppe mehrere Rehe quasi wirklich bellen und sich gegenseitig davor warnen, dass da Gefahr droht. Was man aber auch noch herausgefunden hat, dass das irgendwie in der territorialen Periode so ein bisschen häufiger vorkommt. Die Weibchen, die bellen konstant über das Jahr hinweg. Die Männchen bellen aber öfters vor allem in der territorialen Periode. Das heißt, vor allem wenn es Richtung Brumszeit geht, so Juli, August, kann man wahrnehmen, dass Männchen öfters bellen. Und damit grenzen die auch so ein bisschen ihr Revier ab. Das machen die unter anderem aber auch mit Exkrementen und Sekreten. Aber das Bellen verstärkt dann eben auch nochmal die Außenwirkung, auch für die anderen Männchen unter anderem. Hey, hier bin ich und hier ist mein Revier und hier hast du jetzt erstmal nichts zu suchen. Den vierten und letzten Funfact, den wir für euch haben, da geht es um die Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen zwei Andersartigen. Wir kennen das auch nur von unseren Haustieren, vor allem mit den Hunden, aber es gibt natürlich auch andere Haustiere, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Es gibt ja total viele Berichte. Aber hier geht es jetzt um die Zusammenarbeit zwischen dem Rabe und dem Wolf. Und zwar kennt ihr das vielleicht oder habt das schon mal gehört, dass die Raben die Augen des Wolfes sind. Und das stimmt auch wirklich so. Der Rabe fliegt dann über den Wald hinüber und zeigt dem Wolf dadurch, wo ein Tier sich befindet, aber auch veränderte Tiere. Und der Wolf läuft dann eben genau zu dieser Stelle hin und öffnet dann zum Beispiel diesen Kadaver. Weil der Rabe würde das alleine nicht schaffen und dadurch profitieren beide enorm voneinander. Man konnte auch beobachten, dass die Rabennester und die Höhlen von den Wölfen relativ nah beieinander sind. Das heißt, die jungen Wölfe werden direkt geprägt auf die Raben und die spielen auch wirklich miteinander. Man hat das auch schon ganz oft beobachtet, dass die Raben so ein bisschen in den Schwanzspitzen vom Wolf so ein bisschen rumpicken und die so ein bisschen ärgern. Die testen so ein bisschen aus, was geht und was geht nicht. Dadurch wird aber auch die Bindung und Vertrauen gestärkt und die entwickeln wirklich so eine gemeinsame Sprache.
Und das finde ich ganz schön, dass es auch Freundschaften zwischen Andersartigen gibt. Und ja, die profitieren wirklich enorm voneinander. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Funfacts über Tiere erfahren wollt, schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Und ja, ich sag mal dann bis zum nächsten Mal.